Sänger Luca Henny und seine Frau Christina haben kurz nach der Geburt ihres Babys ihren ersten Podcast zu dritt veröffentlicht. Darin geben sie ein emotionales Update über die ersten Tage mit ihrem Töchterchen. Beim ersten Podcast zu dritt weisen Luca und Christina ihre Hörerschaft darauf hin, dass sie ihr Töchterchen dabei haben und es deshalb auch eventuell zu Nebengeräuschen kommen kann. Luca eröffnet den Podcast mit "Wir sind frisch gebackene Eltern. Ich bin so, so stolz auf dich." Auf die Frage, wie es ihr jetzt geht, antwortet Christina: "Es ist holprig, wunderschön, aber man kommt mental und körperlich an seine Grenzen." Christina Henny Podcast "Don't Worry Be Henny" die Geburt, so Christina, sei ein wahnsinnig intensives Erlebnis, man fühle sich danach unbesiegbar. Dass man die Schmerzen recht schnell vergesse, wie ihr andere Mütter berichtet hätten, sei bei ihr nicht so. Aber, das würde bestimmt noch. Was das Wochenbett bedeute, würde sie jetzt erst erfahren, niemand habe sie darauf vorbereitet, was nach der Geburt komme. Sie könne zum Beispiel nie richtig schlafen, sei immer in Alarmbereitschaft, aber sie gebe ihr Bestes. Luca erzählt, dass Christina noch liegen müsse, um sich zu erholen, dass es aber am Morgen bereits das erste gemeinsame Frühstück mit einer sitzenden Neumama gegeben habe. Die Kleine würde ihre Sache super machen, auch das Stillen klappe prima. Für beide, Luca und Christina, drehe sich jetzt die Welt jedoch nur um ihr Baby und sich. "Ich bin Profi-Wickler. Die Fußball-EM ist gestartet. Ich habe bisher alles verpasst." Luca Henny Podcast "Don't Worry Be Henny". Christina und Luca Henny, das Let's Dance Traumpaar von 2020, haben am 16. Juni in einem Instagram-Post ihre Follower wissen lassen, dass ihr Töchterchen geboren ist.